Abend, liebe Gäste, heute hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen. Mein Name ist Stefanie Indefrei, ich bin die Leiterin der Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen am Rhein und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen ganz besonderen Vortrag Goodbye Rathaus Lou. Mit mir sehen Sie hier die beiden Vortragenden, den Leiter des Stadtarchivs, Herrn Dr. Mörz, und den Leiter des Bereiches Repräsentation und Städtepartnerschaften, Herrn Marcel Jurkart. Und links neben mir freue ich mich auch ganz besonders, Ihnen vorstellen zu können, unseren neuen Bereichsleiter, Jörn Rebholz, Bereichsleiter für Integration und Weiterbildung, der gestern seinen Dienst bei uns angetreten hat, und ich nutze die Gelegenheit, ihn hier heute der Öffentlichkeit vorzustellen. Viel möchte ich jetzt auch gar nicht sprechen. Wie gesagt, es ist eine Hybridveranstaltung. Wir haben hier Gäste im Saal in geringer Anzahl mit Abstand und Maske. Ich muss Sie auch bitten, die Masken aufzubehalten. Und wir haben noch viele Gäste, hoffe ich, eben an den Bildschirmen zu Hause. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass wir das so hinbekommen können. Und ich denke, es ist ein spannender Vortrag über unser Ludwigshafener Rathaus. Und ja, Sie können auch immer jederzeit diesen Vortrag auf YouTube noch später anschauen oder auch mehrfach anschauen. Der wird dort bestehen bleiben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal hier aus dem Bild und wünsche allen einen interessanten Abend, einen spannenden Vortrag und bedanke mich bei den Mitwirkenden. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Das Rathaus in Ludwigshafen, das jetzt in ein paar Jahren verschwinden wird, also es steht noch eine ganze Zeit lang rum, bestimmt, bevor etwas wirklich geschieht, das war natürlich nicht das erste Rathaus, das es hier im Raum Ludwigshafen gegeben hat. Denn, wie wir ja alle wissen, die Stadt Ludwigshafen ist 170 Jahre alt, die Stadtteile alle 1000 Jahre oder 1200 Jahre, je nachdem. Und im Frühen, und allerdings hatte ein richtig schönes Rathaus nur die Stadt Oggersheim aus dem 14. Jahrhundert. Die anderen waren Dörfer, das war meistens ein kleines Häuschen mit zwei Räumen, und wenn man dann sieht, was da beschrieben wird, da steht ein Aktenschrank und sechs Stühle und ein Tisch, das war der Inhalt des Rathauses. Um 1820, als wir alle bayerisch geworden waren, ging es den Gemeinden langsam besser und sie haben angefangen, Rathäuser zu bauen, oft auch als Kombi Rat- und Schulhaus. Und da sehen Sie jetzt zwei Beispiele. Das leider längst verschwundene Mundenheimer Rathaus von 1820, sehr schön mit klassischer Fassade, mit Säulenanordnung, und das heute noch bestehende Friesenheimer von 1828. Das prächtigste, größte und auch nur als Rathaus genutzte Gebäude war das in Oggersheim, das ist 1840 eingeweiht worden. In dem Türmchen, dürfte ähnlich wie im Friesenheimer, hing eine Glocke, eine Feuerglocke. Und in Oggersheim hat man dazu benutzt, die Glocke der ehemaligen katholischen Kirche, die Anfang des 19. Jahrhunderts weggerissen wurde und auf der noch eine Widmung von Kurfürst Karl Theodor steht. Und das Ding ist vergessen worden, weil es in einem ziemlich verschachtelten Dachstuhl hängt, und deswegen hat es die Weltkriege überlebt und ist nicht eingeschmolzen worden. Und vor ein paar Jahren hat man es wieder entdeckt und auch ausführlich beschrieben. Ja, das prächtigste Rathaus hatte die Gemeinde Maudach, die war, naja, salopp gesagt, stinkereich, weil sie Torfabbau hatte, der ihr viel Geld eingebracht hat. Und so hat man 1840 das Schloss der Herren von Sturmfeder einfach gekauft und als Gemeinde und Schulhaus genutzt. Und das bis zur Eingemeindung 1938. Und die Ortsvorsteherin sitzt ja, wie wir wissen, auch heute noch drin.
Die allerreichste Gemeinde im Ludwigshafener Umfeld war natürlich Oppau, allerdings erst nach 1911, als die BASF hier ihr erstes Ammoniak-Synthesewerk der Welt eröffnet hat. Die sind in Steuereinnahmen ersoffen und mitten im Ersten Weltkrieg 1916, hier sehen Sie es, hat man dann ein prächtiges Rathaus gebaut, das nur wenige Jahre später nach der Explosion 1921 seinen Dachstuhl verloren hat. Ansonsten ist es von außen wie innen noch wirklich gut erhalten. Gehen Sie rein, schauen Sie sich die wunderbare Jugendstildekoration an, es lohnt sich. Hier dann nochmal ein Bild, wie es in den 50er Jahren aussah. Tja, und jetzt kommen wir zu Ludwigshafen selber. So sah Ludwigshafen etwa 1880 aus. Im Vordergrund ein Lagergelände am Rhein und der Fotograf stand auf der damals funkelnagelneuen Rheinbrücke, die erst 1867 eingeweiht war. Im Hintergrund die Lutherkirche und die Ludwigskirche, noch ohne Turmspitzen. Dafür vorne am Rhein zwei prachtvolle große Gebäude, das sind die Villen der BASF-Gründer Klemm. Die haben sich da angesiedelt. Die Gemeinde selber hat schon 1851 ein kleines Gemeindehaus gekriegt. Das war ein Gasthaus. Das hat einer der frühen Gründer der Stadt, Ökonomierat Gottfried Höch, ein sehr reicher Kaufmann, der sich in Ludwigshafen niedergelassen hat, für die Gemeinde gekauft. So was bräuchte man heute noch, so einen Mäzen. Den haben wir halt leider nicht. In den folgenden Jahrzehnten wurde es prächtig ausgebaut. Hier sehen Sie das eine, das ist so 1890, wie es dann aussah. Und um 1910 hat dann unser bekannter Stadtarchitekt Markus Sternlieb, der dann auch später der GAG-Gründer wurde, ein schönes Jugendstilportal vorne dran gebaut. Auch das sehen Sie hier kurz vor der Zerstörung. Das Gebäude hat prächtige Zeiten erlebt. Hier 1913 der Empfang des Prinzregenten Ludwig von Bayern, der sich noch im selben Jahr in König Ludwig III. Verwandelt hat. Und daneben natürlich nach dem September 1943, als alles in Schutt und Asche sank. Der Keller ist aber erhalten geblieben und das hat dazu geführt, dass wir heute im Stadtarchiv die komplette Überlieferung der Stadt Ludwigshafen haben, die war nämlich im Keller eingelagert. Ja, bald war das alles zu klein und 1914 hat man am Eingang zum Hemshof dann auch nach Plänen von Markus Sternlieb das sogenannte Ludwigshafener Schloss gebaut, das Stadthaus Nord. Das sollte noch ein bisschen prächtiger werden, als es ohnehin schon ist, aber das hat der Erste Weltkrieg verhindert. Und was man hier so sehen kann, das ist die frühere Lage eben direkt am Bahnhof, vorne der Dampf der Dampflokomotiven. Das ist ein Foto von etwa 1938, als man es dann wirklich mal wieder schön weiß gestrichen hatte. Denn ansonsten ist natürlich bei dem Ruß alles innerhalb von 2-3 Jahren dunkel gewesen. Und damit Sie einen Eindruck kriegen, wie das innen so aussieht, der Raum, das war das Zimmer des Oberbürgermeisters, der dann wirklich zeitenweise im Stadthaus Nord residierte und die sehr schöne Jugendstilornamentik im Treppenhaus. Nur mal so, denn das kriegt man ja für gewöhnlich nicht so zu sehen. Und beides ist heute noch natürlich zu sehen und in Betrieb. Der Raum hat heute die Bereichsleiterin für die soziale Steuerung in Beschlag genommen, in Anführungsstrichen. So, dann kommen wir zur Nachkriegszeit. Alles war kaputt. Und der Stadtrat tagt. Wo tagt er? In der Aula vom heutigen Geschwister-Scholl-Gymnasium, denn es gab keinen anderen Versammlungsraum. Und was hier beschlossen wird, illustriert mit einem großen Modell, ist der sogenannte Generalbebauungsplan für Ludwigshafen. Wir sind hier im Jahr 1949. Das Stadthaus Ludwigstraße ist 1951 wieder aufgebaut worden. Hier sehen Sie es von außen. Also ich würde tippen, es ist 53, weil nämlich über der Tür so Dekoration ist mit dem Wappen.
Das ist, hat sicherlich nicht dauernd dran gehangen. Und das andere, da sehen Sie, was Sie, den Raum, in dem Sie hier sind, das war ja der Stadtratssaal. Und so war der 1950, als er eingeweiht wurde, möbliert. Aber es gab natürlich noch ein anderes Stadthaus, denn dieses hier wäre viel zu klein gewesen. Und das war das Stadthaus Süd. Das hätte eigentlich gar kein Stadthaus werden sollen, sondern man hat es 1940 im Rahmen einer Gestaltung des künftigen Berliner Platzes, der damals allerdings Hermann-Göring-Platz hieß, gebaut. Und dieses hätte die NSDAP-Zentrale für Ludwigshafen sein sollen. Allerdings noch während des Krieges hat man dann beschlossen, dass es vielleicht besser für die Verwaltung wäre. Es ist auch relativ unzerstört geblieben und man hat es dann bis 1950 fertig gebaut. Und dann saß der Oberbürgermeister hier. Und Sie sehen hier auch Oberbürgermeister Bauer, während er den Faschingsumzug anschaut, etwa Anfang der 50er Jahre, von seinem Balkönchen aus. Also die Balkönchen können Sie, wenn Sie das Gebäude entlang blicken, auch sehen. Aber die Verwaltung hat immer mehr Platz gebraucht. Da ist links das Umspannwerk, ein sehr schönes Gebäude der 20er Jahre, in dem hinten die elektrischen Einrichtungen waren und vorne peu à peu immer mehr Büros einzogen. Und das sogenannte Stadthaus Hemshofstraße, das war das Don Bosco-Haus, da saß die Sozialverwaltung. Das Don Bosco-Haus war ursprünglich ein katholisches Lehrlingsheim, das die Nazis enteignet hatten. So war es in städtischem Besitz und 1953, nachdem man sich geeinigt hatte mit den früheren Besitzern, wurde es dann für städtische Zwecke ausgebaut und übernommen. Aber man hatte doch immer das Gefühl, eigentlich brauchen wir ein richtiges, ein schönes, ein repräsentatives Rathaus, das dieser jüngsten Stadt am Rhein würdig ist. Und so gibt es zum Beispiel schon aus dem Jahr 1911 ein pompöses Projekt für ein riesenhaftes Rathaus. Entstehen sollte es auf dem Gelände der Firma Giulini, die nach 1892 rausgezogen war aus der Stadt Richtung Mundenheim, wo das, was von ihr übrig ist, ja noch heute ist, also es ist ja in verschiedene Firmen verbrockelt und die heißen auch alle anders. Und das Gelände, von dem hier die Rede ist, da steht heute das Hackmuseum und das Arbeitsamt und die Staatsphilharmonie, das ist die Ecke. Hier hätte also ein riesiges Rathaus mit vielen Höfen entstehen sollen. Auf demselben Gelände plante der Ludwigshafener Architekt Karl Latteyer 1920 ein 100 Meter hohes Hochhaus, sogenannt Stadtkrone. Das hätte tatsächlich gar nicht primär ein Rathaus werden sollen, aber unter anderem Sitz von Kultureinrichtungen und der Volkshochschule. Also ein Riesending. Tja, und im Dritten Reich, gegenüber von der geplanten NSDAP-Zentrale, plante der Stuttgarter Architekt Paul Schmidhenner ein riesiges Rathaus für Ludwigshafen im Jahr 1941 mit einem gigantisch hohen Glockenturm, mehreren Innenhöfen, Galerien und Festsälen. Wie wir alle wissen, ist daraus logischerweise nichts geworden. Denn man hat dann nach 1941, das Einzige, was man wirklich dann noch am Hermann-Göring-Platz gebaut hat, war der Tiefbunker, der gerade abgerissen wird, um dem neuen Hochhaus Platz zu machen. Nach dem Krieg gab es natürlich doch weitere Projekte. Links sehen Sie, Sie müssen sich ein bisschen orientieren, vorne sehen Sie ein Schiff, das ist also der Rhein. Und im Hintergrund der heutige Berliner Platz. Und da sollte direkt am Rhein vorne, das Ding mit der Kuppel oben dran, sollte ein Festsaal, eine Festhalle werden und daneben so eine mehrflügelige Anlage auch noch mit Turm, das hätte das Rathaus werden sollen. So hat man sich das 1953 vorgestellt. Aber 1955 hat man dann gesagt, der Bau eines repräsentativen Rathauses ist eine Aufgabe für die Zukunft.
aber gegenwärtig sind andere Dinge wichtiger und hat dann nichts gemacht. Aber 1958 dann mit dem sogenannten Projekt Visitenkarte, hier nun gerade ein Modell, wo dummerweise statt der Tortenschachtel so ein eckiges Gebäude steht, was nie ausgeführt wurde, hat man ein Hochhaus geplant, zwar ziemlich genau dort, wo heute das Mosch-Hochhaus steht, als Ratshochhaus. Und diese Dreiecke vorne im Vordergrund, das hätte eine riesige Eingangshalle und ein Stadtratssaal werden sollen. Die hätten dann verbunden zum Stadthaus Süd, wo ja damals der Oberbürgermeister saß. So gab es Pläne und diese Planung ist bis in die 60er Jahre auch nicht aufgegeben worden, sondern man hat sie eigentlich immer weiterverfolgt, ohne es wirklich zu tun. Tja, und damit kommen wir dann endgültig zum Rathaus und Rathaus Center. Wie kommt es dahin? Dazu muss man natürlich zuerst mal sagen, was war da vorher? Die riesenhaften Bahnanlagen. Seit 1847 war der Bahnhof von Ludwigshafen genau an diesem Platz. Was bedeutete, es war ein Sackbahnhof. Das hat man schon um 1900 nicht mehr gut gefunden, aber es blieb dabei und blieb dabei. Und nur um Ihnen einen Eindruck zu geben, der Bahnhof ist im Krieg stark zerstört worden und Anfang der 50er Jahre hat man ihn dann so wieder aufgebaut, durchaus gar nicht hässlich, eigentlich eine schöne repräsentative Bahnhofshalle, von der aber, wie wir ja alle wissen, dann nichts übrig geblieben ist. Und 1962 wurde dann endlich beschlossen, der Bahnhof wird verlegt. Und im Anschluss oder beziehungsweise ab 1960 hat die Stadt riesige Pläne entworfen, sich völlig umzuformen, eine völlig neue Gestalt anzunehmen und also von 1962 bis 1981 war die Innenstadt Ludwigshafens von einem Haufen Baustellen umgeben. Die Hochstraßen wurden vollendet, und zwar sowohl die südliche wie die nördliche. Die südliche war ja die erste der ganzen Welt, die erste in Europa, 1959 eingeweiht, also genau die, die jetzt abgerissen wurde. Dann hat man eine kulturelle Mitte geplant, woraus dann das Hackmuseum wurde, und der Pfalzbau schon 10 Jahre vorher, 1968 und schon 1956, das Bürgermeister-Reichert-Haus und 1963 die Stadtbibliothek. Man hat versucht, die Stadt umzuorientieren auf den neuen Bahnhof zu. Das hat man aber relativ bald aufgegeben. Sie wissen heute auch, also wenn die Stadt noch ein Herz hat, das schlägt, dann ist das in der Bismarck- und der Ludwigstraße und nicht in der Bahnhofstraße. Also das ist die Situation, in der diese große Rathausplanung Gestalt annimmt. Das heißt, das Gelände des Bahnhofs war nicht mehr genutzt, nachdem man den neuen Bahnhof, den Sie hier ja schön sehen, 69 in Betrieb nimmt. Also hat die Stadt den teuersten Grunderwerb ihrer Geschichte gemacht, weit über 100 Millionen Mark, und hat das Bahnhofsgelände erworben und dann einen Investor gesucht, um darauf was zu bauen. Man fand ihn in der Citybau KG aus Leverkusen. Die hat dann das vorgeschlagen. Ein Sockel mit einem Einkaufszentrum, das war damals schon modern, einem relativ hohen, breiten, mehrgeschossigen Aufbau, in den hätten Büros reingehört, und obendrauf 3 Türme mit Luxuswohnungen. Sie sehen es vorne und Sie sehen es von hinten mit dem Spaghetti-Knoten von der Brücke. So hätte das Ganze aussehen sollen. Übrigens sieht man auch, das sind deutlich 2 verschiedene Entwürfe, denn die einen vorne sind ja auch nach hinten abgeschrägt und die sind gerad. Also es hat diverse Stufen gegeben. Es kam aber nicht dazu, denn 1976 hat Dr. Karl Schätzle, der Chef der Citybau, den ganzen Stadtrat und die gesamte Stadtspitze nach Hannover gekarrt, um ihnen sein größtes Projekt, das IME-Zentrum, vorzustellen. Heute der absolute soziale Brennpunkt und das größte Gebäude von Hannover. Ein schrecklicher Kasten. Unfassbar.
Damals natürlich noch im Bau und das absolute Zukunftsprojekt. Und dann hat er ihnen erklärt, ja, das mit den Luxuswohnungen, die ließen sich nicht vermarkten. Jetzt müsst die Stadt einsteigen und müsst einen Turm als Rathaus nehmen. Die Herrschaften waren ziemlich konsterniert von Oberbürgermeister Ludwig über viele Stadträte und haben gesagt, was macht der da? Aber es ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als letzten Endes zu nicken. Und es wurde ein neues Projekt entworfen. Ein Turm sollte die Zentrale von Grünzweig und Hartmann werden, ein Turm Rathaus und nur noch ein Turm Wohnungen. Ein Dreivierteljahr später war auch das tot, weil weder Grünzweig und Hartmann wollte, noch sich die Wohnungen eben doch auch nur in einem Turm vermarkten ließen und blieb ein Turm übrig. Und der sah dann so aus. Also das erste Projekt sieht noch ein bisschen anders aus als das, was wir kennen. Das andere sieht schon ziemlich so aus wie das, was wir 40 Jahre lang haben sehen können. Und am 29. März 1976 hat der Stadtrat mit den Stimmen von SPD und fast allen der CDU gegen die FDP, das war noch ein Stadtrat mit nur drei Parteien, haben wir ja alle erlebt, ist aber halt heute völlig in der Vergangenheit verschwunden, diesem Projekt zugestimmt. Völlig neue Finanzierung durch einen sogenannten geschlossenen Immobilienfonds. Das heißt, das Rathaus wurde nicht von der Stadt gebaut, sondern von der Norddeutschen Landesbank, die dafür eine eigene Gesellschaft gegründet hat. Und die Stadt hat pro Jahr, glaube ich, 4 Millionen Mark Miete gezahlt und hatte die Option, es nach so und so vielen Jahren zu erwerben, hat aber damit eben vermieden, auf einen Schlag die 60 bis 80 Millionen Mark zu blechen, die sie hätte haben müssen, um es selbst zu bauen. Natürlich war auch unten drin immer die ganze Zeit ein Einkaufszentrum geplant. Und warum hat es nicht die Citybau KG fertig gemacht? Weil die nämlich irgendwann ausgestiegen ist oder, das wird nicht so ganz klar in den Quellen, oder ausgebotet wurde, der ist es nämlich nicht gelungen, ein vernünftiges Finanzierungskonzept vorzustellen und es ist ihr auch nicht gelungen, vernünftige Mieter für dieses Einkaufszentrum an Land zu ziehen. Das ist dann aber alles gelungen der Norddeutschen Landesbank und ihrem Fonds. Also da war es dann wirklich so, in den Immobilienfonds hat praktisch kein Ludwigshafener auch nur eine Mark investiert. Das waren alles Leute von anderswoher, also man hat ja da privates Kapital eingeladen. Wohl aber hat die Ludwigshafener Geschäftswelt in großen Mengen sich ins Rathauscenter begeben, um dort Geschäfte zu eröffnen. Das hat geklappt. Und noch tatsächlich, die Citybau KG hatte den Kaufhof an Land gezogen für das Kaufhaus. Also das hat dann funktioniert. Und ich darf jetzt mal so sagen, vorher hatte Ludwigshafen das eminente Problem, die Leute sind alle nach Mannem gerannt, um zu einzukaufen. Und die Stadt, obwohl sie so viele Einwohner hatte, hatte ein unterdurchschnittliches Handelsniveau. Das hat wirklich die Sache umgekehrt. Die Möglichkeit, von der Hochstraße aus direkt auf die Parkdecks zu fahren und da einzukaufen, hat tatsächlich sich als Magnet erwiesen und hat Ludwigshafen ein überdurchschnittliches Handelsniveau beschafft. Ja, da sind wir im Oktober 76, Grundsteinlegung. Die Dame, die offensichtlich ganz begeistert ist von unserem Bürgermeister Ludwig, sieht wirklich wie die Verkörperung der Stadt Ludwigshafen aus. Hinterherum schon die Hochstraße Nord und das große Gelände, wo auf mal der Bahnhof war und wo unten drunter übrigens schon die heutige Haltestelle Rathaus, damals noch Hauptpost genannt, schon stand. Hier nun ein paar. Das ist der Bau der Hauptposthaltestelle. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite 1977 das Rathaus. Noch praktisch als nackter Beton, als nacktes Betongerippe. Und nur ein Jahr später ist es außen schon fast fertig. Für die Innenausstattung musste die Stadt sorgen und nochmal 12 Millionen Mark ausgeben. Das hat dieser Fonds nicht gemacht. Und das andere ist ein Blick etwa aus derselben Zeit, ja sogar genau aus derselben Zeit, oben vom schon fast fertigen Turm auf die Gegend, wo später Kaufhof und Jimpers und Saturn waren. Da sieht man, da war fast noch nichts.
außer der Deckplatte. Also das Rathaus war deutlich, also das Gebäude des Rathauses war deutlich schneller fertig als die, als das Einkaufszentrum. Aber es ist fertig geworden. Im März 1979 hat das Einkaufszentrum eröffnet und im Mai gab es eine Woche lang eines sogenannte Rathaustage, da ist das Rathaus eröffnet worden. Hier dann eben die Flaggenparade über dem Eingang und Oberbürgermeister Ludwig in einer Art, naja, wie so auf der Treppe mit allen möglichen, übrigens direkt hinter ihm noch als junger Mann, unser heutiger Ortsvorsteher Christoph Heller. Es war eine große Sache. Hier sieht man dann im künftigen Stadtmuseum, das war damals erst in seinen Anfängen, bei der Eröffnungsrede. Und das andere ist tatsächlich im März bei der Eröffnung des Einkaufszentrums Ludwig im Gewühl begeisterter Menschen. Und zum Ende der der Ludwigshafener Rathaustage wurde auf der Bühne, auf der ja bis zuletzt Weihnachten und sonst was alles geboten wurde, Tanzveranstaltungen, also es gab auch durchaus urdeutsche Wichtelmännchen. Ich habe aber das geboten, denn Ludwigshafen war ja auch schon damals auf dem Weg zu einer Stadt mit einem hohen Anteil von Menschen, wie man es heute so schön sagt, mit Migrationshintergrund. Damals natürlich noch viel weniger als heute, das waren ungefähr 8% der Einwohnerschaft. Heute sind es 50, ist doch noch ein Unterschied, aber es ist eben schon eine ganz typische Szene für eine westdeutsche Industriestadt. Und das wollte ich Ihnen natürlich nicht entgehen lassen. Das ist keine Werbung zur Corona-Impfung, auch wenn man das so sehen könnte, sondern damals hat man mit dieser Spritze geworben für Ruchheimer Gemüse, das war ja der jüngste Stadtteil, Ruchheimer Gemüse, die Vitaminspritze. Riesig in der Halle des Rathauscenters. Tja, und vor kurzem habe ich noch etwas entdeckt. Der alte Oberbaudirektor Georg Ziegler, damals schon im Ruhestand, aber einer der Väter der ganzen Entwicklung der Stadt, hat etwas komponiert. Er ist Oberbaudirektor, kein Komponist. Und ich gebe Ihnen jetzt das zu Gehör. Eine Freundin, die bei der Musikschule arbeitet, hat das auf dem Klavier gemacht. Also wundern Sie sich, was Sie jetzt hören. Es geht noch 2 Minuten weiter. Man würde jetzt nicht denken, dass das jetzt eine Hymne für ein großes Betonhaus ist, im Stil der 70er Jahre. Und das Interessante ist auch, der damalige Chef der Bauverwaltung, Herr Schönmakers, hat gesagt, die gläserne Fassade sorge dafür, dass das Gebäude leicht wirke, also das Rathauscenter ist dies und das, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man ihm Leichtigkeit vorwerfen könnte, als wenn man da drauf guckt. Was man aber damals gesagt hat, ein Zeichen für die Zukunft, ein Weg ins nächste Jahrhundert, das war aber jetzt, wenn wir bedenken, dass in dem wir jetzt leben, und da sind gerade 20 Jahre rum und das Rathauscenter ist schon wieder weg oder auf dem Weg wegzugehen. Das heißt, also so groß war die Entscheidung für das nächste Jahrhundert nicht so sehr. Was man damals auch betont hat, war, das Haus ist ein
Eine wunderbare Verbindung von Verwaltung, Demokratie und Handel, so wie die Hanse so etwa. Das waren alles so Ideen, die man damals kolportiert hat. Und die waren auch durchaus recht gebräuchlich, denn in vielen deutschen Städten hat man damals solche Einkaufszentren mit Rathaus. Und der Architekt, ein Herr van Dorp, hatte auch in Essen so ein Ding gebaut. Und das steht heute noch und das sieht in vieler Hinsicht exakt aus wie das Ludwigshafener Rathauscenter. Tja, noch ein kurzer Blick auf das Rathaus im Gefüge der Stadt. Hier sehen Sie, so sah es eben aus, als alles fertig war, auch die Hochstraße Nord. Das Rathauscenter als Bindeglied zwischen Mitte und Süd, Mitte und Nord. Genau das, was eben früher mit dem Bahnhofsgelände nicht möglich war. Dann der neue Messplatz, die Grünanlagen auf dem ehemaligen Grünzweig- und Hartmann-Gelände, also praktisch der Friedenspark und natürlich der große Spaghetti-Knoten, auf den ich gleich nochmal komme. Das Rathaus wurde zu einem der Wahrzeichen der Stadt, was man auch an den damals publizierten Postkarten sehen kann. Ist ja ganz schön. Natürlich auch mit der Farbigkeit der frühen 80er Jahre. Und das ist leider völlig verschwunden. Die hängenden Gärten der Semiramis auf den Etagen des Rathauses, wunderschön mit Bäumen und Lavendel und allem. Irgendwann waren aber die Decken undicht und man hat dann ziemlich langweilige und ausdruckslose Bodendecker genommen und die ganzen Gärten sind leider verschwunden. Also eigentlich genau das, was man heute sagt, was man tun soll, um der Klimakatastrophe wenigstens etwas entgegenzuwirken. Auch drumherum war es ja nun recht grün und das eine Foto ist nun gerade nicht uralt, es ist erst ein paar Jahre alt. Das Gewässer vor dem Rathaus, im Hintergrund sieht man übrigens das Stadthaus Nord. Das galt übrigens auch als wirklich maßgebend und richtungweisend, dass man so viele Wasserflächen eben zur Erfrischung um das Rathaus angelegt hat. Und hier das damals ja eigentlich übliche, bis zum Schluss, Gewühle vor dem Rathaus und auch, was sehr schön ist, die Gegend und die Wasserflächen als Spielplatz für Kinder. Ja, und hier natürlich Kunst am Bau. Nicht viel von dem, was da geplant war, ist an sich umgesetzt worden, aber wohl die Skulptur von Eugen Roth, einem Ludwigshafener Künstler. Und was auch sehr schön ist, ist der Blick vom Dach des neuen Sitzes der Oberbürgermeisterin, dem ehemaligen, dem Postgebäude, auf das Rathaus und eben den Ratssaal und dahinter den Turm. Also man guckt praktisch, unten ist der Eingang zum Rathauscenter. Dadurch, also hier wirkt es in der Tat so von den Proportionen her ganz außerordentlich interessant. Nur wenn man drauf zugeht, kommt man ja nicht vom Dach des Postgebäudes, sondern kommt eben von unten und da sieht es eben nicht ganz so interessant aus. Und das hat Marcel Jurkert selber fotografiert. Hier gibt es mehrere Dinge, die es nur noch selten geben wird oder nie mehr. Der Blick von der Dachterrasse, den wird es nie mehr geben und Schnee haben wir vermutlich auch so gut wie nie mehr. Und das sind jetzt ein paar Bilder, das, was man vom Rathauscenter aus sehen konnte. Wann ist es? 2020? Nee, war vorher. Etwa 2012, so in der Kante. Mhm. Ja. Aber die Rheingalerie steht schon. Und das ist natürlich sehr schön, der Blick über den Hemshof mit dem Gräfener Turm und dem Stadthaus Nord. Und dann eben jener Spaghetti-Knoten, der immer in jedem Ludwigshafener Tatort vorkommt. Wenn sonst auch nichts von Ludwigshafen da ist, der Knoten kommt immer. Der gilt also gewissermaßen als der Inbegriff der Stadt. Ja, und jetzt übergebe ich an meinen Mitstreiter Marcel Jurkert. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Interessierte am Rathaus. Wir haben natürlich jetzt nach dem historischen
Start von Herrn Dr. Mertz noch ein bisschen das Innenleben des Rathauses, des Rathaussenders uns anzuschauen. Und da wollen wir uns gleich mitten rein begeben zum Stadtrat. Der Saal, Dr. Mertz hat es gesagt, dieser Raum war ja der Stadtratssaal. Und so sah unser Stadtratssaal im Rathausturm aus, wunderschön im ersten OG, sehr großräumig, eine besondere Form, eigentlich exklusiv ausgestattet, auch eine gute Akustik besitzend. Am Anfang war natürlich auch die Mikrofonanlage ein bisschen holprig, aber bis zum Schluss wurde sie dann auch mit neuester Technik bestückt. Da war an der Decke oben in so einem Kunst im Bauwerk auch die Tonanlage versteckt und Sie sehen hinten wunderschön an der rechten Seitenwand das Kunstwerk des tschechischen Künstlers Tichy, diesem Teppichbehang, den es bis heute noch gibt. Der ist aktuell jetzt gerade eingelagert worden beim Wilhelm-Hack-Museum. So sah er bis zum Schluss aus hier mit die letzte Stadtratssitzung zum Jahresabschluss. Das haben wir dann ein bisschen mit einfach mit Weihnachtssternen ein bisschen dekoriert. Der Raum hat also, wie Sie sehen, schon ein besonderes Ambiente. Hier eine schöne Panoramaaufnahme des Saales und wir haben den Stadtratssaal auch sehr vielfältig genutzt, nicht nur zu den öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen des Stadtrates, sondern auch zu vielen Repräsentationsveranstaltungen, darauf komme ich gleich zurück. Im Foyer befindet sich die Wappenwand mit den Wappen der sieben Partnerstädte auf der linken Seite und rechts das große Ludwigshafener Stadtwappen in Sandstein und dazwischen drin die Wappen der bisher selbstständigen Stadtteil, der sogenannten Vorortgemeinden, die ja nach und nach freiwillig oder zwangsweise nach Ludwigshafen kamen. Das letzte war Ruchheim 1974. Und im Foyer zum Stadtratssaal wurden dann unterschiedliche Veranstaltungen gemacht, ob das dann ein Kaffee zum Abschluss des Stadtrates war oder der Umtrunk dann bei der Sportlerbegegnung, ein Schulklassenempfang oder eine Delegation aus den Partnerstädten. In der Zeit, wo das Rathaus stand und von innerhalb der 42 Jahre, Dr. Mertz hat gesagt, am 4. Mai 1979 eingeweiht, gab es natürlich unterschiedliche politisch Verantwortliche. Wir haben ein paar Eindrücke, ein paar Bilder mitgebracht von den Matadoren, Matadorinnen dieser Zeit. Sie sehen in der Mitte Herrn Dr. Werner Ludwig, der ja von 1965 bis 1993, 28 Jahre lang, der OB unserer Stadt war. Mancher glaubte ja, die Stadt ist nach ihm benannt. Das hat immer so schön auch Frau Dr. Lohse zum Besten gegeben. Dr. Ludwig zur Seite links sitzt Herr Dr. Wolfgang Schulte, der Nachfolger im Amt, Oberbürgermeister von 1993 bis 2001. Und auf der anderen Seite der Kämmerer Wilhelm Zeiser, später auch Bürgermeister. Und ganz außen rechts ist Günter Ramsauer, der Schul- und Kulturdezernent. Unten auf der rechten Seite des Bildes, ganz hinten, steht noch der frühere Sicherheits- und Krankenhausdezernent Karl-Horst Tischbein, der auch relativ lange, ich glaube 17 Jahre, im Amt war. Herr Kuke, der Baudezernent, rechts und auf der linken Seite und rechts der Kämmerer Wilhelm Zeiser. Herr Merkel war lange Jahre Baudezernent auf der linken Seite und rechts sehen Sie auf dem Bild die Amtseinführung von Beate Steg als Sozialdezernentin. Die ist die Person von rechts an der zweiten Stelle, dann nebendran Frau Professor Reifenberg bei ihrer Wiederwahl als Kultur- und Schuldezernentin und Jugenddezernentin und ganz außen links auf dem Foto Herr Klaus Dillinger, der erstmals als Baubürgermeister gewählt wurde und in der Stadtratssitzung vereidigt. Hier sehen Sie zwei verschiedene Bilder des Stadtvorstandes. Einmal das linke Bild zeigt die zweite Amtszeit von der damaligen Oberbürgermeisterin Frau Dr. Lohse. Das rechte Foto zeigt Ihnen die Verabschiedung von Kämmerer und Bürgermeister Wilhelm
Zeisser. Unten das Foto, hier links sehen Sie die Verabschiedungsurkunde von Wilhelm Zeisser sozusagen in den Ruhestand. Und das rechte Bild ist sehr schön. Das zeigt Ihnen die früher verantwortlichen Bürgermeister, Oberbürgermeister, Beigeordneten aus dem Städtetag Rheinland-Pfalz. Und da hat unser Alt-OB Dr. Werner Ludwig, Sie sehen ihn ganz vorne rechts an der Treppe am Geländer stehend, er hat die eingeladen, ich sage mal die Pensionäre, die Ruheständler, nach Ludwigshafen zu kommen. Und unter anderem ist auch Herr Kuke, der frühere Baubürgermeister, ist ganz hinten auf dem Bild zu sehen, ganz hinten links zum Beispiel und ein bisschen tiefer, zwei Stufen tiefer ist der frühere Kämmerer Dr. Knut Weber, der dann zur GAG gewechselt ist und dort im Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft aktiv war. Das letzte Foto des Stadtvorstandes im Ende November 2016, bevor die Stadtspitze die 15. Etage nicht mehr nutzen konnte. In der 15. Etage hat der Stadtvorstand getagt. Wir haben das immer in der Verwaltung VK-Zimmer genannt. Das VK steht für Verwaltungskonferenz. Die hat jeden Dienstagnachmittag sich getroffen. Aktuelle Dinge, die bei der Stadt wichtige Punkte, die bei der Stadt anliegen, erörtert. Diese Tradition wird fortgesetzt, jetzt auch von Jutta Steinrock. Hier sehen Sie den damals Ende 2016 amtierenden Stadtvorstand. Ich fange von links außen an. Dieter Veit, der Kämmerer, Wolfgang von Vliet, der Sozialdezernent, Dr. Lohse, die Oberbürgermeisterin war, daneben rechts Frau Professor Dr. Cornelia Reifenberg, Schul-, Jugend- und Kulturdezernentin und Klaus Dillinger, Bau- und Umweltdezernent. Das Rathaus hat auch viele Gäste gesehen im Laufe der Zeit. Haben wir ein paar Bilder rausgesucht, dass Sie einfach mal sehen, wer war denn da so zu Gast. Interessant auf dem linken Foto die damalige Frauenfußball-Weltmeisterschaftstorhüterin, die in der Melm gewohnt hatte, Silke Rottenberg, die Torhüterin war, die wurde damals Weltmeisterin, nebendran der Herr mit der Medaille, mit dem sogenannten höchsten sportlichen Auszeichnung, dem Silbernen Löwe, ist der Harald Sauer, der bei dem Paralympics erfolgreich war, ich glaube im Rudern, wenn ich richtig informiert bin. Die beiden wurden von Sportdezernent Wolfgang von Vliet und der Oberbürgermeisterin für ihr Engagement ausgezeichnet mit dem Silbernen Löwen. Daneben sehen Sie auf der Dachterrasse die Protokollchefs des Landes, also meine Kolleginnen und Kollegen. Dann war die französische Generalkonsulin zu Gast gewesen. Das ist auch ganz interessant. Die war 2014 da, das sehen Sie auf dem Bild links. Heute ist sie Botschafterin Frankreichs in Island. Hat mit mir gerade vor kurzem sich ausgetauscht, weil sie sich noch an die schöne Zeit hier in Ludwigshafen erinnert hat. Sie alle wissen, dass wir seit 1963 mit Lorient in der Bretagne eine sehr intensive Städtepartnerschaft pflegen. Rechts sehen Sie den Vorstand der evangelischen Landeskirche in Speyer, in der Mitte Herr Schad, der aus Ludwigshafen kommt. Sein Bruder hat das Pelzgeschäft, was Sie alle kennen, hier in der Ludwigstraße. Und der linke Mann ist der Kirchenpräsident der Kirche Evangelischen von Anhalt. Oder eine türkische Besuchergruppe aus Gaziantep vor dem Kunstwerk, das Herr Dr. Mötz gerade erläutert hat. Und rechts sehen Sie den Botschafter von Island in Berlin, also den isländischen Botschafter in Berlin. Der war deshalb da, weil eine Kulturproduktion, eine Theaterproduktion im Pfalzbau war. Die Kompanie war aus Island, er ist eigens gekommen aus Berlin, hat einen ganzen Tag hier verbracht und ich durfte ihn den ganzen Tag begleiten. Faszinierender Mann, ganz normal, und der hat sich intensiv unser Rathaus angesehen.
Wir haben verschiedene Veranstaltungen, Herr Dr. Metz ist schon darauf eingegangen, die wir im Rathaus absolvieren dürften. Und die dürfen wir Ihnen nicht vorenthalten. 2015 hat unser Alt-OB Dr. Werner Ludwig die höchste Auszeichnung bekommen, die man bekommen kann von Frankreich. Er wurde Ritter der Ehrenlegion in einer der höchsten Stufe. Sie können sagen, das ist ein kleiner Vergleich mit unserem Bundesverdienstkreuz. Da gibt es auch verschiedene Rangstufen oder Ordensstufen. Hier ist es genauso mit diesem französischen Orden. Wir haben das Originalorden, haben wir Ihnen rechts abgebildet. Dr. Werner Ludwig wurde von seinem Freund Yves Le Drian, den früheren Oberbürgermeister aus Lorient, ausgezeichnet. Aber jetzt kommt das Interessante. In dieser Funktion war er gerade der französische Verteidigungsminister. Heute ist er sogar der französische Außenminister, wenn Sie die europäische Politik ein bisschen verfolgen. Yves Le Drian war persönlich hier, ist mit einer Maschine aus Rennes, der Hauptstadt der Bretagne, nach Frankfurt geflogen, mit einer Polizeieskorte hier. Keiner wusste was, dass der kommt. Es war ein Abendtermin. Frau Dr. Lohse hat ihr Büro zur Verfügung gestellt, hat sich zurückgezogen in die Metropolregion, dann Termin wahrgenommen und hat gesagt, der Werner Ludwig bekommt sein Büro zur Verfügung gestellt und er konnte in seinem früheren Arbeitszimmer, Dr. Werner Ludwig, diese Auszeichnung von seinem Freund, damaliger französischer Verteidigungsminister und heute französischer Außenminister, diese höchste Auszeichnung selbst entgegennehmen. Das war sicherlich ein besonderes Ereignis. Die Rufnummer 115 wurde hier in Ludwigshafen freigeschaltet. Das war 2012. Das ist die Servicenummer für die Verwaltung. Sie kennen alle die 110 und die 112, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber wenn Sie die Verwaltung erreichen wollen, fragen, was muss ich mitbringen für meinen neuen Personalausweis oder mein Führerschein ist abgelaufen, rufen Sie die 115 an, da wird Ihnen geholfen. Der Auftakt, die Freigabe war bei uns im Stadtratssaal und Sie sehen die Repräsentantin der Metropolregion ganz nett, so Art als Maskottchen, als Sinnbild auf dem rechten Foto, umringt von den Verantwortlichen der Metropolregion, unter anderem ist da die damalige Staatsministerin im Innenministerium, Frau Raab, zu sehen aus Rheinland-Pfalz oder den Oberbürgermeister Peter Kurz aus Mannheim. Dann hat man eine herrliche Aktion gestartet, Luftballons starten lassen auf der Dachterrasse. Das Kunstwerk haben wir gerade gesehen vor dem Stadtratssaal, wo die feierliche Unterzeichnung war. Wir haben im Stadtratssaal aber auch andere Veranstaltungen gemacht, so die Übergabe von Einbürgerungsurkunden. Herr Zeiser und Frau Dr. Lohse sehen Sie auf dem linken Bild an einen jungen Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeitsurkunde bekommt, oder auch unsere Ehrenbürger, der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident und spätere Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der 2005 die Ehrenbürgerurkunde im Stadtratssaal von der damals amtierenden Oberbürgermeisterin überreicht bekam. Wir haben genauso die Ehrenringe an verdiente Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger verteilt. Das machen wir in der Regel im Zwei-Jahres-Rhythmus. Hier ist eine Aufnahme aus 2009, wo Helga Koch, die über 30 Jahre im Stadtrat war, ausgezeichnet wurde mit dem Ehrenring für ihr vielfältiges, langjähriges ehrenamtliches Engagement. Und im Rathaus wurde auch das Goldene Buch immer aufgeschlagen, aufgelegt bei besonderen Gästen. Die interessanteste Unterschrift sehen Sie hier auf der rechten Seite. Ihnen allen vertraut unser Kfz-Meister aus Mundenheim im Hauptberuf oder in seinem Ehrenamt, ja, in seinem Repräsentationsamt,
König eines großen Volkes in Ghana, Shepas Banza, der in der Nähe unseres Straßenverkehrsamtes zu Hause ist. Seine Unterschrift also ist besonders interessant, da muss man erst einmal drauf kommen, also der hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Sportlerehrungen gab es im Stadtratssaal auf der linken Seite, rechts eine Briefmarkenübergabe, Gemeinschaftsausgabe von Liechtenstein und Deutschland, zeigt das Motiv Pfälzer Hütte vom Alpinistenverein in Ludwigshafen, mit der größte, ich glaube der zweitgrößte Verein in Ludwigshafen nach dem ESV. Dieser Verein hat eine Hütte betreut und betreut sie in den Liechtensteiner Alpen und aus Anlass wurde eine gemeinsame Briefmarke herausgegeben 2012 und im Stadtratssaal wurden die Alphörner sind ertönt. Das war natürlich auch ein außergewöhnliches Ereignis. Oder zur Wahl von der jetzigen amtierenden Oberbürgermeisterin gab es zwei Runden. Die Auftaktrunde am 25. September. September 2017 oder dann noch einmal am 15. Oktober rechts der, im Stadtratssaal, der übervolle Stadtratssaal. Die Aufnahme ist nicht so gut, weil gegen Licht, aber ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, wie intensiv das begleitet wurde, wie intensiv da die Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger mit dabei waren. Schöne Ereignisse waren auch immer die Sternsinger, die hier Sie auf zwei Bilder sehen, links 2008, rechts 2012, einmal im großen Stadtratssaal und das andere Mal oben im Arbeitszimmer des Stadtoberhauptes. Sie sehen im Hintergrund den amtierenden Stadtvorstand, der dann auch da dabei war. Es ist Usus, dass wir abwechselnd die Gemeinden, die unterschiedlichen Kirchengemeinden empfangen, die Sternsingerinnen und Sternsinger aussenden. Jedes Jahr kommt eine andere Gruppe. Wir tun das seit langer Tradition mit dem katholischen Dekanat abstimmen und die Stadtspitze findet es unterstützend wert, weil das sozusagen ja für eine gute karitative Sache hier gesammelt wird. Und auch die Stadt Ludwigshafen tut sich mit einem kleinen symbolischen Beitrag daran beteiligen. Aber wir haben auch ganz andere Veranstaltungen. Fasching, Karneval ist jedes Jahr hier. Wir haben immer die Rathauserstürmung, Prinzessinnenempfang. Wir haben auch, Sie wissen, abwechselnd alle zwei Jahre den Umzug, ich sage immer Hippe und Trübe. Wir haben aber auch zum Abschluss das Heringsessen im Pfalzbau. Hier sehen Sie den Prinzessinnenempfang, unterschiedliche, das Mannheimer Prinzenpaar auf dem oberen Bild links und rechts ebenso ein anderer Jahrgang mit einem Prinzenpaar, das zu Gast war im Rathausfoyer. Oder die Karnevalisten im Stadtratscasino oder die Antwerpener im Roten Talar auf dem rechten Foto. Letzte Rathauserstürmung. Jutta Steinruck gibt auf dem rechten Bild quasi ein Interview an den Südwestrundfunk. Und der Große Rat der Karnevalsgesellschaften hier in Ludwigshafen stürmt mit seinen gesamten Vereinen, stürmt die Rathaustreppe, die Außentreppe und nimmt symbolisch das Rathaus ein, natürlich wann am 11.11. Das haben wir letztes Jahr noch einmal gemacht und die Aufnahmen sind vom letzten Jahr. Und wo sitzt unsere Oberbürgermeisterin jetzt? Das sehen Sie genau auf dem Foto auf der linken Seite. Sie können genau drauf schauen, auch im Hauptpostgebäude im obersten Stockwerk im vierten. Wir wollen Ihnen zum Abschluss noch zeigen, ja, das Rathaus war ja mehr noch. Da gibt es auch Büros, Tagungsräume, ein bisschen Infrastruktur. Die Bürger haben Dienstleistungen wahrgenommen. Hier einige Eindrücke. Wenn Sie ins Rathaus reinkamen, wurden Sie so begrüßt an der Bürgertheke hier zu Corona-Zeiten. Sie sehen Abstandsmessungen, Sie sehen Plexiglasscheiben und Sie sehen den Wegweiser, wo was war und hinten dran
aufgeklebt mit Hand, wo die Einrichtungen, die Organisationseinheiten, die Bereiche jetzt neu angesiedelt sind. Dazu komme ich später noch mal ganz kurz. Das war das Arbeitszimmer von Dr. Werner Ludwig. Im 15. Stock hier ein kleiner Eindruck. Und das Mobiliar, jetzt man höre und staune, gibt es heute noch. Auch Jutta Steinrock hat das weiter. Das hat Herr Dr. Schulte genutzt, Frau Dr. Lohse und Frau Steinrock. Ich will nur damit sagen, da ist man sorgsam mit umgegangen. Das hat Qualität und man weiß das zu schätzen. Auch das wollte ich hier mal einfach Ihnen kundtun. Das ist buchstäblich der erste Tag, der es genutzt hat, am 2. Mai 1979. Also direkt, als das Rathaus in Betrieb genommen wurde. Und er hat auch betont, hier könne man sich wohlfühlen, war dann auch ein Interview. Es gibt natürlich noch andere Büros. Erste Mal habe ich Ihnen das nochmal gezeigt, so sah es dann später aus, bis Ende 2016, als Frau Dr. Lohse ihr Büro aus Brandschutzgründen dann wir ausziehen mussten. Sie sehen den Wartebereich, diese Ruhesessel, diese Wartesessel-Ecke gibt es heute noch. Damals Büros, Großraumbüros, Sie sehen einfach, da wurden so Trennwände, so grüne Stillwände gemacht. Aber man hat dennoch, brauche ich Ihnen nicht zu erklären, da sitzt ein oder andere hier im Saal beziehungsweise am Bildschirm, der weiß, man hat dann gehört, wenn Frau Meier nebendran telefoniert hat oder man hat gehört, wenn Herr Müller in 5 Aktenordnern geblättert hat, das war das Ambiente in den Großraumbüros, das Sie hier sehen. Wir haben auch Eindrücke bis heute. Das linke Bild zeigt Ihnen einen Blick in die Stadtkasse und das rechte bei der Bauaufsicht. Dann Einzelbüros. Das obere ist im Büro OB gewesen. Das linke, das war sogar mein Büro gewesen. Und das rechte ist ein saniertes Büro im 4. Stock, das schon sehr modern war und wie Sie sehen, auch neuer Teppichboden, neue Decke, ich sage mal, die Türen frisch gestrichen, das sah eigentlich sehr, sehr gut aus. Das haben wir früher im Rathaus regelmäßig gemacht, Wahlen ausgezählt, linkes Bild, rechtes Bild, erste Trauung im Trausaal, im Standesamt, im Trauzimmer. Herr Blümbott hat die Trauung vorgenommen. Sie sehen es an der Garderobe, welche Zeit es war. Ende der 1979 ja gewesen. Und Sie sehen auf dem nächsten Foto hier, so sah das Trauzimmer bis zum Schluss aus. Da war, ich habe ganz bewusst beim Standesamt, das ist natürlich eine hoheitliche Sache, das ist auch eine Aufgabe, die ja überall gleich ist. Und da sehen Sie das Wappen unter anderem der Stadt und unten das rheinland-pfälzische Wappen. Da war auch die Stelle für den Schiedsmann im Rathaus war da angesiedelt. Die Kolleginnen und Kollegen hatten ja auch mal eine Stärkung notwendig. Das konnte man gut im ersten Stock machen in der Rathauskantine, im Restaurant oder wie man das auch bezeichnen möchte. Sie sehen hier einen Eindruck von den Anfängen. Und ich habe noch einmal zur Schlussphase hin, wo Sie sehen, die Bestuhlung zu diesem Zeitpunkt war immer noch, es war hell, war freundlich, das Essen war gut, es waren nicht mehr dann eigene Mitarbeiter. In den letzten Jahren wurde das Restaurant, das Casino, wie man heute sagen würde, outgesourced, fremdvergeben an die ABB Wirtschaftsbetriebe Mannheim und diese hatten das Casino betrieben. Wir hatten aber noch eine kleine Cafeteria-Ecke dabei hinten und die lief gut und haben bis zum Schluss die Werkstätten für Behinderte betrieben, hervorragend. Das war eine ganz tolle, wunderschöne Zusammenarbeit und ein sehr gelungenes Projekt.
Wer nicht in die Kantine ging, hat sich in seiner Teeküche was zubereitet. Sie sehen zwei unterschiedliche Modelle. Das rechte, eine ganz normale Stockwerksküche aus der damaligen Zeit, so haben die halt ausgesehen von den Farben. Und das andere ist die OB-Küche, das Einzige, was da mal neu war. Sie sehen, da kam dann eine Spülmaschine rein, aber war auch notwendig bei den vielen Gästen, die vielen Kaffeetassen und Gläser, was da war. Dann wäre mancher Kollege oder manche Kollegin sonst mit Geschirr sicherlich häufiger beschäftigt gewesen. Das gehört dazu, brauchen wir nicht drüber zu reden. Einfach, dass Sie sehen, auch dafür muss gesorgt sein. Der Aufzug war nicht nur einer, das waren vier Aufzüge. Ich sage sogar Turboaufzüge. Man ist sehr schnell von A nach B gekommen. Mancher Bürger, manche Bürgerin, die erstmals drin waren, ist es gar nicht so bekommen. Die Geschenke der Stadt, die Geschenkevitrine war am ersten Stock neben den Fahrstühlen. Fluransichten, links in der Stadtkasse, rechts im 15. im Büro OB. Hier links in der 5. Etage bei der Stadtkasse und rechts auf der Etage Standesamt, Bauaufsicht, Stadtplanung, Staatsangehörigkeitsstelle. Unser Treppenhaus, das in den untersten, in den ersten, vom Untergeschoss bis zum ersten OG, dann am Schluss mit Kacheln oder gefliest wurde, einfach auch aufgrund der hohen Frequenz und den Hygienegründen. Ab dann der Etage 2 aufwärts war dieser Boden von Anfang an drin, aber muss ich sagen, relativ stabil. Man konnte den nutzen, die meisten haben natürlich den Fahrstuhl genommen, aber wir mussten auch des Öfteren zu Brandschutzübungen, dann darf man ja die Fahrstühle nicht benutzen, die Treppenhäuser frequentieren. Es gab zwei Treppenhäuser, ein A- und ein B-Treppenhaus und wie genannt vier Fahrstühle. Die Wegweiser zeigen Ihnen den Bürgerinnen und Bürgern, wo sie was finden können. Hier noch bei Vollnutzung bis Ende 2016. Zusätzlich gab es auf jedem Stockwerk Stockwerkswegweiser. Hier vom Stockwerk 14, wo das Rechtsamt oder heute sagt man der Bereich Recht angesiedelt ist, einschließlich der Stelle, wo Sie Widersprüche einlegen können und die Stadt, den Stadtrechtsausschuss behandelte. Die Sanierung hat im vierten Stockwerk schon stattgefunden. Hier sehen Sie den sanierten Stockwerk mit den schwarz gestrichenen Türen, dem neuen Fliesen auf dem rechten Bild, aber auch, dass das Rathaus nicht mehr nur teilweise belegt war. Wenn Sie auf das Bild schauen, hier geht nur noch bis Etage 5 der Wegweiser. Und höher ist A, der Aufzug nicht gefahren, B, im Treppenhaus war links und rechts abgegittert, dass fremde Besucherinnen und Besucher da nicht mehr hoch können. Nur die Hausmeister haben als nach dem Rechten geschaut, da musste zum Beispiel auch mal Wasserspülungen durchlaufen lassen, einfach, dass das ganze Getriebe stimmt. Und es ist ja bis Ende des Jahres noch öffentlich betrieben worden. Eine Wartebank für Bürger links und rechts, früher die Stechuhren. Wir kommen zum Schluss zu der Frage, bitte. Die Stechuhren, die wir hier haben, heute haben wir natürlich eine elektronische Zeiterfassung. Ist das was direkt dazu, weil sie sich gemeldet hat? Da komme ich gleich noch dazu. Und Sie sehen dann hier, wir haben im dritten Stockwerk ein Modell gehabt, wo Sie sehen, wie sah die Ludwigshafener südliche Innenstadt aus. Sie erkennen wunderschön die Tottenschachtel, Sie erkennen die katholische St. Ludwigskirche, aber auch das genannte Hochhaus Otto-Stabel-Straße 2 und 4. Und das andere ist Yorkstraße, wo auch der Ernst-Bloch-Platz davor ist. Hochhaus an der Yorkstraße war auch in großen Finanznöten und wurde zeitweise nicht fertig. Und da hat man dann auch überlegt, ob man das Rathaus reinmacht.
Und man wollte auch zum Beispiel am Danziger Platz Rathaus bauen. Also gerade bevor man sich dann endgültig für das Rathauscenter entschieden hat, hat es da so verschiedene Ideen gegeben. Fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich hier dieses Modell sehe. Auf der rechten Seite sehen Sie ein ganz beschauliches Besprechungstagungszimmer, zum Beispiel der Bauaufsicht. Wenn Sie sehen, das ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Dienste, die wir hatten in unserem Untergeschoss, die Druckerei, Vervielfältigung links und rechts die zentrale Poststelle, unter anderem mit den Fächern für über 50 Schulen, über 40 Organisationseinheiten im Rathaus, an die 10 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteherbüros zum Beispiel, aber genauso auch zum Gesundheitsamt, der Polizei, Finanzamt etc. Wurde die Post verteilt. Heute sind beide im Gebäude der Kreissparkasse am Berliner Platz, Bismarckstraße 25, quasi hinter dem Stadthaus Bismarckstraße, wo das Alex drin ist und die Zahnarztpraxis. Und nebendran ist die Hauptstelle der Kreissparkasse gewesen, die wir jetzt komplett als Rathaus mit angemietet haben. Ein ganz wichtiger Bereich im Keller ist das Archiv und das ist gigantisch groß. Sie sehen hier den Flur mit den vielen Seitengängen. Kein Wunder, 600 Mitarbeiter im Rathaus. Wenn Sie so wollen, wir haben zwar 15 Etagen, dazu kann man ja Erdgeschoss, das genutzt wurde, Kellergeschoss sind 17. Dann hatten wir zwei Technikgeschosse, wenn ich so sagen darf, der 16. und 17. Und wenn man es ganz genau will, war das 18. die Dachterrasse. Also letzten Endes 20 Etagen, wenn man die alle sieht. Natürlich nicht, die obersten drei waren für die Verwaltung nicht genutzt und für die Bürgerschaft auch nicht. Aber ansonsten, jeder Bereich war wichtig. Herr Dr. Metz hat gezeigt, das Rathaus steht wie auf so einem breiten Sockel unten. Unten ist es sehr ausladend weit und wir haben einen riesigen Archivkeller. Hier ein Eindruck auch von den verschiedenen Mengen, die verarbeitet werden müssen. Und das Ganze muss ja auch ausziehen. Da kann der Dr. Metz jetzt noch was dazu sagen. Das Ganze umfasst 12 Kilometer, davon sind 6 Kilometer Akten von Häusern und die übrigen 6 Kilometer haben meine Kollegin und ich im letzten Jahr alle durchgeguckt, was archivwürdig ist. Übrig geblieben sind 300 Meter. Der Rest wird entweder mitgenommen, ein kleiner Teil, und der größte Teil wird verhäckselt und ist schon längst vernichtet. Aber die 300 Meter warten jetzt darauf, dass sie irgendwann einmal in das neue Archiv kommen, dessen Bau sich jetzt ja langsam in Bewegung setzt. Ja, das war schon eine große Aufgabe. Der große Kellerraum hat sich natürlich dafür als sozusagen Aktenlagerraum angeboten. Es war auch praktisch, wenn man was gesucht hat. Die Wege waren kurz und dann ist man sozusagen mal schnell in den Keller gefahren. Ich kenne das selbst und hat da was gesucht und nachgeschaut. Ja, die Kellerflure waren aber auch riesig. Das war ein Labyrinth. Hier sehen Sie einen Eindruck von der linken Seite. Wer sich das erste Mal da unten war, der konnte sich auch verlaufen. Das war also wirklich in der Tat ein riesiges Gebilde. Sie sehen auch hier so einen Lagerraum. Also die Räume wurden schon sehr intensiv genutzt. Wir hatten auch einen Fahrradkeller. Dann gab es Umkleideräume zum Beispiel für die Reinigungskräfte, Technikräume, dann ein Fundbüroraum, wo Fundsachen aufbewahrt wurden, wo in der Stadt aufgelesen wurden. Da gab es dann auch mal die Versteigerung. Ein oder andere war von Ihnen vielleicht da auch dort, wo man das damals im Rathauskeller gemacht hatte, wie unser Ordnungsamt noch im Hause war. Also sehr vielfältig genutzt. Hier sehen Sie nochmal Ablagemöglichkeiten. Ja, und die letzte Ablage ist sozusagen auf der rechten Seite zu sehen. Auch eine gute Infrastruktur. Mülltrennung wurde da schon ein bisschen drauf geachtet. Man hat auf jeden Stockwerk
gelbe Tonnen gehabt, es wurde Papier getrennt und Sonstiges getrennt. Man muss ja da auch ein bisschen mit Vorbildfunktion vorangehen. Wir haben, Sie sehen hier eine große Papierpresse, wo der Container hinten dran ist, der wurde dann regelmäßig geleert. Das ist also jetzt noch in Betrieb, ich sage auch gleich was, warum. Und des anderen wurde dann sorgfältig getrennt, wie ich es eben schon genannt habe, nach Papier, Restmüll oder verwertbaren Kunststoffen und bei unseren, bei unserer Stadtreinigung entsprechend fachgerecht weiter entsorgt. Das Rathaus hat also alles sozusagen mit angeboten. Das war auch in dem Sinn notwendig. Wir hatten ja über 600 Beschäftigte zu den Hochzeiten da auf den ganzen Etagen. Das war im Prinzip eine kleine Stadt in der Stadt, wenn Sie so wollen. Und das Rathaus hat auch für Belebung im Rathauscenter gesorgt. Dazu noch mal gleich mehr. Wir haben, auf Ihre Frage zu kommen, wir mussten Ende 2016 die Etagen 6 bis 15 aus Brandschutzgründen schließen. Feuerwehr und Bauaufsicht haben uns auferlegt, dass man ab der Etage 6 bis hoch keine sicheren Fluchtwege mehr hat oder wenn Brandereignisse sind. Ich erinnere an den Brand in Düsseldorf oder dem Londoner Hochhaus. Daraufhin wurden die Vorschriften verschärft, man hat es aktualisiert und die Stadtspitze wäre ja da in Verantwortung, wenn was passiert. Und dann waren Ende 2016 begann dann der große Umzug. Ich habe gleich noch ein paar Bilder dabei. Und von dann an wurde das Rathaus, was wir vorher zusammengeführt haben, Dr. Merz hat das wunderbar erläutert, haben wir ab dann uns wieder dezentralisiert über die Innenstadt verteilt. Das begann quasi ab Januar 2017. Ja, hier auch ein paar Bilder vom Auszug. Kisten packen, PCs abbauen, Möbel zusammenrichten. Sie sehen das sogar im Bild aus dem OB-Büro. Oder hier mehrfache viele Kartons, Umzugskartons aufeinander schichten. Das wurde professionell abgewickelt. Das ging ratzfatz und sehr gut und auch wirklich sehr schnell. Und dann kamen drei Standorte mit heraus. Ein Großteil der Verwaltung ist im Faktorhaus unten am Berliner Platz, dieses halbrunde Gebäude, das zur Hochstraße hin abschließt. Ein weiterer Teil im Rathausplatz 10 bis 12, wo die DRK drin ist, die Grünen-Geschäftsstelle, ein Zahnarzt und die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Das ist der sogenannte Rheinsender auf dem Weg zur Rheingalerie. Und das dritte Gebäude ist das genannte Hauptpostgebäude, wo die Etagen 2 bis 4 bezogen wurden, unter anderem vom gesamten Bereich Personal, dem Büro des Baudezernenten, dem Büro der Oberbürgermeisterin, die dort eingezogen sind. Bauaufsicht ist ausgezogen, hier auf der linken Seite, rechts die Stadtplanung. Die Stadtplanung hatte schon neuere Böden und ein markantes Markierungssystem nach verschiedenen Bearbeitungsgebieten in Blau, Gelb und Rot markiert. Das war eigentlich sehr gut gemacht. Wir haben natürlich im Rathausturm noch mehr, auch das Stadtmuseum, viele von Ihnen waren dort. Ganz kurz noch ein paar Eindrücke. Wir haben dort Ausstellungen, Empfänge gemacht. Dauerausstellungen waren zum Beispiel hier über die Partnerstädte oder die Stadtinsignien. Sie sehen das auf dem rechten Bild, den Stadtschlüssel, das Stadtwappen. Dieses Stadtwappen hing mal im Rheinland-Pfälzischen Landtag im Wappensaal. Dann haben die das in eine modernere Variante gemacht und haben unser sozusagen ursprüngliches Wappen uns wieder zurückgegeben. Das haben wir dankbar angenommen. Es wurde auch bei den anderen Kreisen und Städten so getan. Oder symbolischen alter Stadtschlüssel, der im Stadtmuseum ausgestellt war. Sie wissen, Stadtmuseum war im ersten OG vom Rathaus in der separater Zugang. Und dort hat man tolle Ausstellungen gehabt, aber auch schöne Veranstaltungen. Sie sehen links einen Schulklassenempfang mit französischen Kindern. Sie sehen rechts die Verleihung der Partnerschaftsmedaille an engagierte Ehrenamtler auf dem Gebiet der Städtepartnerschaften.
wieder andere Eindrücke, abwechselnd wurden die queere Community empfangen in den Städten Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen. Hier war es der Empfang in Ludwigshafen im Stadtmuseum. Frau Dr. Heilmann hat es sehr gefördert. Die sehen Sie auch hier, die Leiterin des Stadtmuseums, auf dem rechten Foto. Aktuell ist das Stadtmuseum ja auch zum Teil, weil deren Bleibe vorübergehend ja nicht besteht, die Bestände eingelagert sind, deponiert sind, machen die unter anderem hier dankenswerterweise in der Volkshochschule Veranstaltungen. Frau Heilmann bei der Eröffnung der 111 Jahre Karnevalsverein Rhein-Gönnheim im Rathaussender, das wir alle besucht haben, wo wir mal durchgeschlendert waren, wo wir geparkt haben, wo wir eingekauft haben, wo wir was gegessen haben, wo wir mit den Kindern mal durchgelaufen sind, haben wir viele Eindrücke, ein paar ganz wenige habe ich mitgebracht. Der Sender war riesig. Wenn ich richtig weiß, die Bürofläche hat Dr. Merz gesagt, 25.000 Quadratmeter war das gewesen. Also das waren bei den, die Verkaufsfläche waren noch einmal genauso etwa davon. Das standen über 60 verschiedene Läden, die man aufsuchen konnte. Hier hat das Herz von Ludwigshafen geschlagen, so war das Motto des Rathaussenders, das Sie hier rechts sehen. Ein Eindruck vom Stadtmuseum und vom darunterliegenden, von der Bäckerei, die es gab, schon zu der Schlussphase. Und aus meinem ganz persönlichen Fundus habe ich mal Kassenzettel, die ich durch Zufall aufgehoben habe, zwischen Jahr 2007 bis 2009, einfach mal auf ein Foto gemacht, um mal zu sagen, Sie erinnern sich unter anderem am Schreibwarengrump, an die Rathausapotheke, also Ratsapotheke, an Runners Point Sport, an Kamps Bäcker, Götz Bäckerei, an das Sanhan China Restaurant neben der oben neben dem Stadtmuseum oder zum Beispiel, Schreibwarengrump habe ich gesagt, an die verschiedenen Schuhgeschäfte wie Deichmann, dann natürlich gab es da die Nordsee, wo Fisch gern bevorzugt hat, zu Hause war, oder hinten den Drogeriemarkt DM, minimal später dann als Rewe firmierend, war dort ansässig und sehr begehrt. Da war auch so eine kleine Bankfiliale der Western Union, wo viele unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund ihre Geldgeschäfte abgewickelt haben. Eine Sparkassenfiliale war drin. Es war ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo man sich wohlgefühlt hat, ein Ort, wo viele Kolleginnen und Kollegen des Rathauses auch in ihrer Mittagspause schnell hin sind, schnell in die Apotheke was holen, schnell sich ein Brötchen holen, in der Reinigung was abgeben, zum Schuhmacher, die Diskussion konnten Sie ja verfolgen, die Schuhe abgeben, einen Schlüssel nachmachen lassen, ich sage mal, eine Packung Milch holen oder den Kaffee für die Kollegen im Büro. Das hat man im Center alles machen können. Es war ein total gutes Nahversorgungszentrum, sehr beliebt bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und den Mitarbeitenden unseres Hauses. Die Wegweisung kennen Sie alle noch, egal ob Sie zu der öffentlichen Toilettenanlage sind, zu den Parkplätzen. Das Sendermanagement war Richtung Taxistände, Bushaltestelle angesiedelt auf der Westseite. Jetzt an Fasching-Karneval standen immer die Bäcker. Hier war es Kamps gewesen, die dann ihre Berliner angepreist haben. Oder in der Weihnachtszeit war das wunderschön dekoriert. Und man hat Eindrücke, ja, manches mitnehmen können für den eigenen Weihnachtsbaum beziehungsweise die Dekoration genutzt. Und oftmals, Sie sehen das hier beim rechten Bild auch auf der kleinen Bühne, da haben sich viele auch fotografieren lassen oder die Kinder hingestellt, ein Foto und Erinnerung gemacht. Das sind, denke ich, von Ihnen allen schöne, nette Erinnerungen an die Zeit des Rathaussenders 42 Jahre lang.
Es gab aber auch besondere Veranstaltungen, zum Beispiel den Ruanda-Tag des Landes Rheinland-Pfalz, der hier stattfand, mit verschiedenen Ständen, Attraktionen, Informationstafeln, landesweit, wo von überall, von Bad Neuenahr-Ahrweiler bis Bergzabern, von Pirmasens bis Speyer, wo die Gruppen und Engagierten sich im Rathaussender gezeigt haben. Hier sehen Sie weitere Bilder von Veranstaltungen, Kinder, die unten dann auch trommeln und Eltern und Begeisterte zuhören oder auch die Wahlergebnispräsentation auf der rechten Seite. Ja, der Sender selbst hat sich noch einmal würdig verabschiedet, das Sendermanagement, so gut es ging. Man hat hier eine Danke-Aktion gemacht, Danke Lou. Es gab dann vom 15. November bis 6. Dezember letzten Jahres sozusagen noch eine große letzte Gewinnspielaktion. Und ja, und dann hat sich langsam, Sie sehen es am rechten Bild, der Sender geleert. Nach und nach haben die Geschäfte zugemacht. Ein oder andere ist ganz verschwunden. Ein oder andere, das Teegeschäft ist zum Beispiel gegenüber der Sparkassenzentrale und auch das Fotogeschäft, wo Sie Backofen, wo Sie Passbilder oder Bilder für den Personalausweis oder Führerschein sich machen lassen konnten. Genauso einige sind in die Rheingalerie jetzt umgezogen. Ich sage jetzt mal DM Drogeriemarkt zum Beispiel, oder T-Max ist, glaube ich, jetzt das Neueste, was da rein ist, die gewandelt haben. Es wurde leerer und leerer. Hier haben Sie Eindrücke, die ich noch kurz vor Schluss selbst alle aufgenommen habe vom Sender. Das eine zeigt Ihnen, wo man früher Lederrute drin war, dann ein Obstgeschäft, eine Eisdiele. Das hat also im Mittelbau viele Benutzungen gehabt. Dann waren die Zugänge, die heute jetzt noch von der Straßenseite, vom Rathausplatz bestehen, in die sogenannte Straßenbahnhaltestellenbereich. Der besteht noch von außen, aber der Zugang von innen ist geschlossen. Das Stadtmuseum, das im ersten OG oben drüber war in der Galerie, hat seine Pforten auch schließen müssen, Ende letzten Jahres. Die Kassenautomaten sind abgestellt, außer Betrieb, lesen Sie hier. Ja, und beim Rathaussender eine Aufnahme vom Hemshof kommend her, von der Prinzregentenstraße kommend in das Sender rein. Ja, das letzte Licht ist hier leider auch ausgegangen. Einer verhat noch, das Thema haben wir schon angesprochen, können Sie verfolgen. Wer ist noch drin im Rathaus? Eigentlich hätten alle zum Ende des Jahres ausziehen sollen. Es sind zwei Bereiche noch drin. Der Hochbau, das sogenannte Gebäudemanagement, befindet sich noch drin. Und unsere Datenverarbeitung oder man sagt IT, deren Ausweichstelle, Ausweichquartier gibt es bereits. Aber die Arbeiten sind auch Corona-bedingt, handwerksbedingt, rohstoffmaterialbedingt, konnten noch nicht beendet werden. Das ist in Sichtweite. Vielleicht im März, April und dann ist das Rathaus komplett leer. Jetzt geht nur noch der Zugang über den Kellerbereich, wird auch kontrolliert, die Hausmeister sind noch da und natürlich die Handwerksfirmen, die schon drin sind, die Bohrungen, Probebohrungen machen, die Fassadenelemente innen entnehmen, die Stockwerke entkernen, die sich das genauer anschauen, wie sie vorgehen können. Man hat schon ganze Etagen Probe entkernt, leer gemacht, geschaut, wie kann es weitergehen, wie können wir den Abriss bewerkstelligen. Ja, und zum Abschluss bleibt uns nur eins, das Rathaus in Erinnerung zu behalten, dass wir 42 Jahre in Nutzung hatten, von 79 quasi bis Ende 2021, dass drei Bürgermeister quasi aktiv, innen Oberbürgermeister aktiv innen gesehen haben, Dr. Ludwig, Dr. Schulte, Frau Dr. Lohse.
Frau Jutta Steinhock hat es aber bis zum Schluss ja auch immer begleitet, weil die Stadtratssitzungen auch drin waren. Ich habe Ihnen das auch gezeigt von der Wahlhandlungen von ihr und genauso auch von der Rathauserstürmung der letzten im November. Ludwigshafen wird weiterhin Flagge zeigen, die Europaflagge, die natürlich auch andere Dinge uns bekunden und ganz zum Abschluss sagen wir, und jetzt darf ich den Stefan Mötz auch nach vorne bitten noch einmal, sagen wir erstmal an das Publikum im Äther, an dem Bildschirm, ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Wir sagen Ihnen, liebe Gäste, die Sie heute Abend hier in der Volkshochschule sind, ein herzliches Dankeschön. Ludwigshafen wird weiterhin Flagge bekennen. Das sehen Sie hier am letzten Bild, wo wir ganz bewusst es nochmal eingespielt haben. Haben wir am Freitag aufgehängt, die Friedensflagge, Bürgermeister, Oberbürgermeister für den Frieden oder in Englisch Mayors for Peace, initiiert vom Oberbürgermeister von Hiroshima, wenn ich das sage, Japan, brauche ich nichts mehr weiter sagen, Sie wissen warum, der eine Friedensinitiative initiiert hat. Die haben ja Schreckliches im Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Stadt Ludwigshafen hat sich auch dieser Initiative angeschlossen und wir haben sozusagen Flagge bekannt oder eine Flagge gehisst, jetzt aus diesem Anlass der aktuellen Entwicklungen. Ich sage von meiner Seite ein herzliches Dankeschön auch an das Team der Volkshochschule, das hier uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat und das gesagt hat, wir sollen Ihnen etwas über das Rathaus berichten. Ich sage auch Dank an den Stadthistoriker, den Leiter des Stadtarchivs, Dr. Stefan Mötz, der sehr profund Ihnen die ganze Historie gezeigt hat, des Rathauses, wie es zu kam, welche Rathäuser, Stadthäuser wir im Stadtgebiet haben, was damit zusammenhängt. Das ist sicherlich mal ganz interessant, auch für mich vieles ganz, ganz neu gewesen. Wir haben Ihnen Einblicke gebracht vom Innenleben des Rathauses und auch von der Außendarstellung, der sogenannten Repräsentation. Ich hoffe, Sie haben ein paar neue Erkenntnisse gewinnen können. Beim Publikum am Äther sagen wir ein herzliches Dankeschön jetzt an Sie für Ihre Aufmerksamkeit und man kann das jederzeit, die Volkshochschulleiterin hat es bereits gesagt, dann später auf dem YouTube-Kanal noch einmal verfolgen und wir hier im Saal können dann anschließend noch uns kurz austauschen. Ich sage Dankeschön und gebe das abschließende Wort an den Dr. Mötz. Da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also ich wollte, es gibt nämlich tatsächlich, nee, es gibt kein neues Bild. Ist das weggeblieben? Ja. Hast du das weggemacht? Nein, das ist vorne. Also wir haben das Eingangsbild sozusagen, wir haben das vorgezogen gehabt als erstes Bild. Also wir wollen, das muss, ja, ganz, ganz vorne. Was? Nee, das meinte ich nicht. Nee. Wo ist denn das hinkommen? Also normalerweise geht, wie man so schön sagt, im Rathaus nichts verloren. Man findet alles wieder. Es hat sich, glaube ich, in Luft aufgelöst. Ja, hat es sich. Upp. Das war jetzt nochmal ein schneller Durchlauf. Vielen Dank für Ihr Interesse und wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allen Dingen bleiben Sie gesund und munter und einen guten Start in den neuen Monat März. Und wo ist das hingekommen?